Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe Baskets at Home in meinem Wohnzimmer. Wir wollen auch heute wieder viel Spaß haben, rund um das Thema Basketball mit euch Sport treiben. Also runter von den Sofas und los geht's! Auch in unserer zweiten Sendung wollen wir uns wieder die Regeln anschauen. Regel Nummer 1, Hygiene, Hände waschen, Happy Birthday singen und nicht ins Gesicht fassen. Regel Nummer 2, Abstand halten. Seht zu, dass ihr mindestens 2 Meter Abstand zu euren Familienmitgliedern einhaltet. Und Regel Nummer 3, treibt den Sport zu Hause in eurem Wohnzimmer nur mit eurer Familie, aber nicht mit euren Freunden. Ladet nicht eure Großeltern oder Verwandten ein. Auch für das heutige Aufwärmen hat uns Bonnie wieder ganz tolle Videos geschickt. Seid ihr bereit? Es geht los. Wir beginnen wieder mit dem Seilspringen ohne Seil. 10 Sekunden auf der Stelle mit beidbeinigem Absprung. Beim letzten Mal haben wir als nächstes die Schere gemacht und heute machen wir 10 Sekunden lang Wechselsprünge beidbeinig zur Seite hin und zurück. Jetzt geht es wieder um die Beweglichkeit. Wir gehen in einen breitbeinigen Stand, der Oberkörper ist aufrecht und wir lassen die Arme schwingen nach links und nach rechts. Das machen wir dann 10-mal nach links und 10-mal nach rechts. Zum Schluss wollen wir uns wieder kräftig aktivieren und da laufen wir wieder 10 Sekunden auf der Stelle und bewegen aktiv unsere Arme. So, jetzt sind wir super aufgewärmt und jetzt geht's zu unserer ersten Übung und das ist eine ganz besondere Übung. Unsere erste Übung ist die Klopapier-Challenge. Dazu benötigt ihr entweder Toilettenpapier oder ihr könnt auch alternativ Bücher nehmen, wie es euch am besten passt. Diese Übungen sind zur Kräftigung gedacht. Dabei könnt ihr, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, mehr oder weniger Toilettenpapierrollen nehmen oder mehr oder weniger Bücher. Und wie die Übung jetzt ausschaut, das zeigt euch unser Profi der Telekom Baskets Bonn. Hallo, hier ist TJ DeLeo von der Telekom Baskets. Jetzt haben wir die Klopapier-Challenge. Du gehst in eine Triple Threat Position, Squat Position und die Aufgabe ist, zu die erste, die höchste Klopapierrolle nehmen und dann umdrehen 180 Grad und auf dem Floor legen. So, bis auf. So. Ich habe die fünfte vergessen. Versuchen wir das nochmal. Okay. So, wann du hast das gemacht, alle fünf in Folge, sitz auf den Boden und Toilettenpapier hier mit meiner rechten Beine und linken Beine zusammen, muss beide Beine hochbringen und dann über zu die andere Seite. Und dann zurück. Du kannst deine Arme benutzen für ein bisschen mehr Kraft. Und der Schlüssel hier ist Core-Stabilität. So, wie so. So.
Dankeschön. Und das ist die Toilettenpapier-Challenge. Bei der Klopapier-Challenge gibt es natürlich auch ganz viele Variationsmöglichkeiten. Schnappt euch euren Bruder oder Schwester oder eure Eltern und macht einen kleinen Wettkampf. Denkt an die erste Übung. Wer schafft es schneller, die Klopapierrollen von der einen auf die andere Seite zu transportieren? Oder, wenn ihr alleine arbeitet, könnt ihr natürlich auch den Schwierigkeitsgrad insofern erhöhen, dass ihr die Übungen häufiger wiederholt. Und da würden schon 2 Klopapierrollen reichen, um richtig ins Schwitzen zu kommen. Jetzt haben wir tolle Übungen zum Dribbeln. Dazu benötigen wir 10 Bücher und einen Basketball. Falls ihr in einem Mietshaus wohnen solltet, da würde ich vielleicht auf den Basketball verzichten. Der ist dann einfach zu laut. Dann nehmt ihr vielleicht einen kleinen Ball oder einen Plastikball, der deutlich leiser ist. Und wie die Übung ausschaut, das zeigt euch der Profi der Telekom Baskets Bonn. Hey, ich bin's Martin von den Telekom Baskets. Die Herausforderung besteht darin, das eine Buch runterzunehmen, auf dem anderen Stapel ein paar Meter weit weg abzusetzen und dabei die ganze Zeit auf dem Hin- und Rückweg zu dribbeln. Ich mach's mal vor. Wir fangen mit dem ersten Buch an. Dribbel ganz tief. Wenn ihr 10 Bücher geschafft habt, macht ihr dasselbe nur rückwärts und wieder zurück. Aber diesmal werdet ihr den Ball hochwerfen mit schnellen Kontakten, als wäre es eine heiße Kartoffel. Ich mach's nochmal vor, von der Seite. Und hier. Auf. Ihr könnt auch immer die Hände wechseln dabei. Hauptsache, ihr habt gutes Ballhandling, während ihr die Bücher transportiert. Jetzt seid ihr dran. Viel Spaß. Es gibt noch ganz viele Variationsmöglichkeiten. Eine möchte ich euch gerne zeigen. Ich transportiere nämlich das Buch oben auf dem Kopf. Und wenn wir daraus eine Königsübung machen wollen, dann dribbeln wir dabei. 1-2 Mal und bewegen uns vorwärts. Das könnt ihr natürlich auch als Wettkampfübung mit euren Geschwistern machen. Braucht ihr ein bisschen Platz und dann passt das schon. Das waren heute in unserer zweiten Sendung unsere Übung für euch. Und jetzt ab zum Gewinnspiel. Hi Kids, ich bin's Kilian von den Telekom Baskets. Wir haben ein Gewinnspiel für euch geplant. Ganz einfach, wie ihr mitmachen könnt. Unter diesem Facebook-Post die Frage, die ich euch jetzt stellen werde, richtig in den Kommentaren beantworten. Die Frage, die ich jetzt habe, ist: Wie viele Spieler aus einem Team dürfen zeitgleich auf dem Parkett stehen? Ich hatte heute super viel Spaß mit der Sendung Baskets at Home und ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid hoffentlich bei der nächsten Sendung wieder dabei. Tschüss!